Leute, wir wissen alle, in Amerika ist Angeln ein viel, viel größerer Sport als hier in Deutschland oder in irgendwelchen anderen europäischen Ländern. Und die Gelder, die man aus Turnieren bekommt, sind natürlich dort auch wesentlich, wesentlich größer, die Preisgelder. Und jetzt kam es zu einem Betrugsfall, den man so, ich würde nicht sagen, noch nie gesehen hat, aber so in letzter Zeit noch nie gesehen hat und der eigentlich nicht vergleichbar ist mit den Betrugsfällen, die wir hier auf dem Kanal bisher angesprochen haben. Denn in einem Angelturnier in Cleveland, Leute, wurden die beiden Angler Jake Runyon und Chase Kominski des Betrugs live überführt auf Video. Es wurde beim Messen gemacht und das Ganze passierte beim Lake Erie Walleye Train. Ich glaube, ich kann sein, dass ich den Namen gebutschert habe, aber ich glaube, bei dem Trail ist das passiert. Und da beim Wiegen kam es den Judges schon komisch vor, dass die Fische für die Größe dieses Gewicht haben. Erstmal verrückt, dass ich selten mal wieder ein Turnier gesehen habe, wo auf jeden Fall die Fische auch geknüppelt werden. Habe ich lang nicht mehr gesehen. Aber es gibt auf jeden Fall solche Turniere, aber habe ich halt lang nicht mehr gesehen. Und daraufhin wollten die Judges auf jeden Fall, dass es eine Kontrolle gibt. Und die Kontrolle fand natürlich vor all den Augen der Leute statt. Und dann wurden die Bäuche sozusagen der Fische aufgeschnitten und auf einmal kamen Filetstücke als auch Bleie aus den Körpern der Fische heraus. Es gibt ein Twitter-Video, da gucken wir jetzt gleich mal rein und die Menge war absolut erbost, vielleicht auch zu Recht. Ich bin auch sehr froh, dass den beiden Betrügern nichts passiert ist vor Ort und ich bin gespannt, ob da jetzt oder wie es da weitergeht, kann ich jetzt auch noch gar nicht sagen. Also ob da eine Polizei eingeschaltet wird wegen Betrugsfall und sowas alles. Also das stand jetzt nicht weiter in Berichten. Falls ich da irgendwas rausfinde oder so, dann berichte ich euch natürlich hier in den Angel-News. Aber auf jeden Fall ist es total, total verrückt. Die beiden haben auf jeden Fall davor das Turnier schon gewonnen und waren sozusagen die Titelverteidiger und hatten auch zuvor einige andere Turniere gewonnen, sind aber letztes Jahr bei einem Turnier schon disqualifiziert worden, weil sie dort einen Lügendetektortest nicht bestanden haben. Das wird in Amerika häufiger benutzt, und diese Methode, weil man nicht jedes Boot kontrollieren konnte. Und wenn man dann dort durch den Lügendetektortest durchfällt, dann wird man disqualifiziert. Sollte man das vielleicht hier auch einführen? Stellt euch vor, bei den Lore Masters, danach alle durch den Lügendetektor-Test. Lasst uns mal ins Twitter-Video reingucken. Ist ein absoluter Skandal, absolut verrückt, und lasst uns mal reingucken. Hey Leute, ich bin hier unten und jetzt schauen wir mal ins Twitter-Video rein. Es war genau so ein Punkt, da gerade den Fisch aufgeschnitten, dann steht da, we got weights in fish, there we go. Die haben also Gewichte gefunden in den Fischen und jetzt, Leute, passt auf, wie die Menge reagiert. Guckt euch an, wie sie aufgebracht sind. Alle kommen an. Ist echt heftig. Vor allem, where's the other one? Das war das Gute, es war nur noch einer vom Team da. Der andere saß schon in seinem Wagen auf dem Weg nach Hause oder wohin auch immer. Auf jeden Fall, der war nicht mehr da. Und hier schon direkt call the cops. That is theft, das ist Diebstahl. Ne? Das ist jetzt der Durchführer sozusagen des Turniers und hat gesagt, ey Jake, ich will, dass du jetzt hier diesen Ort verlässt. I want you to leave. I don't want anybody to touch these guys. Und das finde ich auch sehr, sehr cool. I don't want anybody to touch these guys. Er wollte nicht irgendwie, dass denen irgendwas noch passiert, Gewalt angetan wird oder sonst irgendwas. Denn, boah, ich dachte schon, das passiert da. Aber finde ich gut, dass der Betreiber da nochmal drauf achtet und sagt, hey, Leute, ne, Piano, hier bitte keine Gewalt. I want you to go to jail. Ja. Man hört nur. How many fucking tournaments have you done this in? Go to jail, geh ins Gefängnis.
Und jetzt guckt euch das an. Da kommen die Kugeln raus. In jedem Fischfiletstücke. Where's your crown now? Weil sie Titelverteidiger waren. Ja, the world champ. Boah, krass. Zieht euch das rein. Da, Filetstücke. Zanderfilet. Haben die Zanderfilet damit reingemacht. Das ist so krass, ey. Guy comes down to stop bashing. Publicity escalating, ja. Wow, vor allem, do you have anything to say? Jake, in dem Moment, ey, da willst du doch einfach auch nur versinken. Klar, du hast Scheiße gebaut, aber wenn du dann erwischt wirst, willst du auch nur, boah. Wow. Ja, ich habe kein Mitleid mit ihm. Ne, auf gar keinen Fall. Muss man schon ein bisschen gepunished werden, wenn man sowas gemacht hat, aber das ist echt krass. I got video. You got anything to say? You got anything to say? Sag einfach nicht, Bruder. Sag einfach nichts. Vor allem, was mit den Turnieren davor, kann man wahrscheinlich nicht mehr beweisen, aber aberkannt. Ich weiß nicht, ob das dann passiert. Ich glaube nicht, ne? Ja, da endet dann das Video mit der Aufgebrachtheit der anderen Leute. Ich kann es absolut nachvollziehen, dass die Leute aufgebracht sind und da wütend sind, denn das ist meine Art zu betrügen. Wie lange mache ich jetzt Angel-News? 2,5 Jahre, 3 und das ist auf jeden Fall heftig, ey. Vielleicht könnte das nicht passieren, wenn man das Gewicht der Fische einfach nicht mehr nimmt und wirklich nur die Maße nimmt. Ich weiß nicht, wie up-to-date das noch ist und wie viele Turniere in Amerika man noch für das Gewicht nimmt. Da finde ich die Art auf jeden Fall, wie wir es hier in Deutschland oder in Europa machen, mit dem einfach nur das Maß nehmen, schon angenehmer. Na, und dann kann so ein Scheiß auch nicht passieren. Dann kann so ein Scheiß nicht passieren. Da können andere Dinge passieren, auf jeden Fall. Aber es kann nicht passieren, dass man in den toten Fisch Gewichte reindrückt oder sonst irgendwas. Ja. Leute, in dem Sinne, stay clean, macht keinen Scheiß. Und ich würde sagen, auf ein dickes Petri, falls ihr im Wasser seid, das Allerwichtigste ist, bleibt gesund. Euer Icy. Ciao.